Wir sind heute in St. Gallen beim Christian Bertsch von der Firma Essento. Er und seine Kollegen setzen sich dafür ein, dass Insekten in der Schweiz als Nahrungsmittel zugelassen werden. Heute kocht er darum für uns einen Salat mit Heugüpper. So, und dann gibt es hier die frischen Heugümper, Locusta. Und da nehme ich jetzt mal die Flügel und die Beine weg. Und durch das, dass die tiefgefroren sind, geht es relativ einfach, um da die Beine wegzunehmen. So, jetzt werden die hier parat. Dann würden wir jetzt den Zucker parat machen. Und in der Zwischenzeit tun wir die noch leicht anrösten in einer Bratpfanne, damit es auch schön knusprig ist. So. Wenn wir die Heugümper einsetzen, dann tun sich ihre Hinterteile rot einfärben. Jetzt geben wir die angerösteten Heugümper kurz ins Zuckerbad rein. Und hier wieder abstellen und dann die nachher einzeln auf ein Backtrennpapier. Vom Markt in St. Gallen. So. Und dann noch die Rüebli frisch vom Markt. Nehmen wir dann noch die zuckerbadeten Heuschrecken dazu. So. Und das ist jetzt unser Herbst-Locusta-Salat. So, jetzt probieren wir mal das Salätli. Ich nehme gerade so eins. Schmeckt sehr nussig. Ein bisschen so nach Poulet oder so Erdnüsse. Also mir schmeckt es